In der Türkei erleben wir gerade eine bewegte und bewegende Zeit. Eine lange aufgestaute Wut der Menschen kommt auf den Straßen zum Ausbruch. Wer sind diese Menschen auf den Straßen und gab es in der Geschichte der Türkei schon ähnliche Aufstände? Ja, gute Frage. Also die Frage wäre auch, kann man von Aufständen sprechen oder sollte man eher von Demonstrationen und Protesten sprechen? Es ist zumindest so, dass es der intensivste Protest ist seit vielen Jahren, der momentan in der Türkei stattfindet. Wobei man nicht vergessen darf, dass auch in den Jahren 2007, etwa nach der Ermordung des armenischen Journalisten Hrant Dink und davor auch im Protest gegen versuchte Veränderungen der türkischen Verfassung, Massenproteste gab in der Türkei, wo mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen sind. Allerdings mündete das nicht in großartige gewaltsame Ausschreitungen. Man kann natürlich auch nochmal weiter in der Geschichte zurückgehen, etwa in die späten 70er Jahre, als wir diese starke Polarisierung zwischen der sozialistischen Linken und den rechtsgerichteten Ultranationalisten in der Türkei hatten, wo wir wirklich große Proteste, gewaltsame Auseinandersetzungen, bewaffneten Widerstand hatten. Aber ich denke, das kann man mit der heutigen Situation nicht unbedingt vergleichen. Sie haben noch danach gefragt, wer die Menschen sind, die auf die Straße gehen. Da wäre es am besten, wenn man vor Ort wäre, um das genauer beantworten zu können. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Es sind zum einen die Anhänger der CHP, also der alten Kemalisten, die dazu aufrufen, auf die Straße zu gehen. Es sind aber auch viele, viele andere politische Gruppen. Es sind sozialistische Gruppierungen. Es sind aber einfach auch sehr viele Menschen, die sich von der Regierung bevormundet fühlen, die gegen den autoritären Führungsstil auf die Straße gehen. Wir haben das ja insbesondere in den vergangenen Wochen erlebt, dass es eine ganze Reihe von autoritären Maßnahmen von Seiten der Regierung kam, die versucht mit diesen Maßnahmen auch wirklich in das Privatleben der Menschen einzugreifen. Also sei es jetzt eine restriktive Alkoholgesetzgebung, die jetzt massiv eingeführt wurde, oder sei es aber auch, dass wir in den vergangenen Monaten erste, in Anführungszeichen, Blasphemieprozesse erlebt haben, obwohl es Blasphemie in der türkischen Gesetzgebung gar nicht als Straftatbestand gibt, aber dass eine ganze Reihe von Intellektuellen angeklagt wurden unter dem Vorwurf, sie würden religiösen Hass schüren und die religiösen Gefühle anderer Menschen mit Füßen treten. Und das kann in diesem Fall dann einfach schon bedeuten, dass man Mohammed als Politiker bezeichnet. Und das wird dann quasi schon, kann schon zu einem Gerichtsprozess führen. Also das heißt, wir haben hier eine massive Verschärfung, was die Äußerung öffentlicher Meinung anbelangt. Ich erinnere mich noch gut, vielleicht war 5 Jahren oder vor 10 Jahren in der Türkei, da konnte man sehr offen religionskritisch sein, man konnte seine Meinung frei äußern, insbesondere mit Blick auf religiöse Angelegenheiten. Und das ist mittlerweile kaum noch der Fall, meines Erachtens. Und viele Menschen sind darüber frustriert und fühlen sich in ihrem eigenen Lebensstil oder ihrem Lifestyle eingeschränkt und bedroht durch die Regierung. Weil sie haben Angst davor, dass sie ihr Leben nicht mehr so leben können, wie sie das gerne möchten. Und deswegen gehen viele auf die Straße. Ja, Sie haben auch gerade gesagt, dass es fraglich ist, von einem Aufstand zu reden. Man sollte eher das als Proteste und Demonstrationen bezeichnen. Aber die Bilder und die Videos und die Berichte der Proteste in der Türkei erinnern an den ägyptischen Aufstand. Der Taksimplatz und der Gezi-Park in Istanbul nehmen in diesem Protest wie der Tahrirplatz in Kairo eine zentrale Rolle ein. Jedoch nimmt man diese Bezeichnung der türkische Frühling sehr, sehr vorsichtig in den Mund. Warum? Warum nimmt man das so vorsichtig in den Mund? Aber vielleicht erstmal, um auf den ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen. Natürlich ist es so, dass der Taksimplatz in Istanbul eine ganz hohe symbolische Bedeutung hat. Es ist der Platz, auf dem große Kundgebungen, große Demonstrationen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Es ist traditionell der Platz, auf dem die erste Mai-Proteste stattfinden. Er hat eine große symbolische Bedeutung einfach für die Gründung der Nation. Da müsste ich jetzt auch schon fast wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich finde es immer ein bisschen irreführend. Hier in den deutschen Medien hört man ja ganz häufig davon, naja, das ist so ein Aufstand, weil da ein Park, der soll geschlossen werden und die Bäume sollen gefällt werden. Und das sind dann Naturschützer, die verhindern, den Park zu schließen. Also nach dem Motto, das ist wie Stuttgart 21. Und damit hat das meines Erachtens herzlich wenig zu tun. Und letzten Endes geht es weniger darum, dass jetzt hier ein Park geschlossen wird und ein Einkaufszentrum draufgesetzt wird, sondern es geht wirklich darum, öffentlichen Raum zu okkupieren von Seiten der Staatsgewalt. Und da dieser Gezi-Park direkt an diesen Taksimplatz angrenzt, bedeutet das auch,
wenn wir hier ein Einkaufszentrum hinsetzen, damit verhindern wir ja Flächen für zukünftige Proteste und Aufmärsche. Und die Regierung tut ja in den vergangenen Jahren alles, wirklich alles, um öffentliche Proteste unter den Teppich zu kehren, dass es gar nicht erst in die Öffentlichkeit kommt, dass es gar nicht erst zu Massenkundgebungen kommt. Der letzte 1. Mai ist ja auch so ein Beispiel dafür. Es waren große 1. Mai-Proteste angekündigt. Und die Regierung hat damit reagiert, dass der komplette öffentliche Nahverkehr, der Richtung Taxiplatz geführt hatte, abgeschnitten wurde. Es fuhren keine Metro mehr, es fuhren keine Busse mehr, es fuhren keine Fähren mehr über den Bosporus. Die Bosporusbrücke war zeitweise gesperrt, einfach um diese Massenproteste, um diese Äußerungen von Unmut gegen die Regierung zu verhindern. Und damit hängt das meines Erachtens ganz eng zusammen. Und die symbolische Bedeutung lässt sich auch daran ablesen, dass ja Erdogan jetzt vor 2 Tagen darauf reagierte, so, na gut, dann bauen wir eben kein Einkaufszentrum, aber dafür eine Moschee. Ja, also auch das ist die symbolische Bedeutung, dass man hier sagt, ein religiöses Symbol setzt gegen den säkularen Staat, und der Taksimplatz ist eben auch ein Symbol für den säkularen türkischen Staat. Und man muss natürlich fragen, naja, wer braucht denn in Istanbul noch eine Moschee mehr? Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber Ihre Frage war ja auch, warum sprechen türkische Kommentatoren nur mit Vorsicht von einem türkischen Frühling? Ich glaube, viele würden sich das wünschen, dass es wirklich zum türkischen Frühling kommt. Aber ich denke, die Proteste sind insofern nicht mit den Ereignissen in der arabischen Welt zu vergleichen. Ja, ich denke aus mehreren Gründen. Zum einen gehe ich davon aus, dass nach wie vor ein Großteil der Bevölkerung hinter Recep Tayyip Erdogan steht. Was allerdings nicht bedeutet, dass nicht große Teile der Bevölkerung gegen ihn stehen. Aber die Proteste, die wir in der arabischen Welt gesehen haben, die wurden meines Erachtens wirklich von der Mehrheit der Bevölkerung getragen. Und ich weiß nicht, ob wir das so in der Türkei werten können. Außerdem kann man es auch deshalb nicht vergleichen, weil viele Menschen, die auf die Straße gehen, da keinen Systemwechsel wollen. Die wollen eine andere Regierung haben, aber das bedeutet nicht, dass sie das komplette System umkrempeln wollen. Sondern stattdessen, wenn dann eine Reform des bestehenden Systems dahingehend, dass nun auch wirklich demokratische Werte, demokratische Prinzipien umgesetzt werden. Also die Prinzipien, die eigentlich schon bestehen, und dass diese nicht, wie das seit Jahren stattfindet, durch autoritäres Regierungshandeln untergraben und ausgehebelt wird. Und dass auch wirklich die demokratischen Versprechungen, mit denen die AKP einst angetreten ist, endlich umgesetzt werden. Und das ist einfach mal das, was nach wie vor ausbleibt. Das Verständnis von Demokratie von Erdogan beschränkt sich darauf hin, dass wir einmal nationale Parlamentswahlen haben und ein Regierungschef wird gewählt. Und das ist Demokratie, aber mehr nicht. Und der Rest bleibt meines Erachtens zumindest autoritär. Und von daher ist es ein bisschen schwierig, das mit dem arabischen Frühling zu vergleichen. Ja, Sie haben gerade auch die repressiven Maßnahmen der AKP-Regierung erwähnt, also Massenverhaftungen von JournalistInnen, von WissenschaftlerInnen, von PolitikerInnen, von GewerkschafterInnen, die regierungskritisch sind. Aber trotz dieser Repression, der Polizeigewalt und der staatlichen Unterdrückung hat die neoliberale und autoritäre Regierungspartei AKP immer wieder den Wahlkampf gewonnen. Ja. Woran liegt das? Also auch das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich versuche das einfach mal. Es sind verschiedene Gründe, die eine Rolle spielen. Also ich erinnere mich daran, dass bei den Wahlen 2007 noch, da habe ich selbst 2 eingefleischte Sozialistinnen getroffen, die gesagt haben, sie wählen die AKP. Und ich fragte, hey, wieso wählt ihr die AKP? Die sind doch religiös konservativ. Und die meinten ganz einfach, naja, wir denken, dass die erste Partei in der türkischen Geschichte, die tatsächlich mal mit den Folgen des Militärputsches von 1980 aufräumen kann. Also erstmals die Macht des Militärs brechen kann und die Militärs vor Gericht zerren kann. Dann gab es auch viele Liberale, die gesagt haben, okay, wir wählen die AKP, weil wir davon ausgehen, dass es die AKP wirklich schafft, demokratische Reformen zu verwirklichen. Das ist gerade so gesagt, eben schon bemerkt, dass es meines Erachtens nicht so ist, dass diese demokratischen Reformen stattgefunden haben. Aber das war die Hoffnung von vielen Menschen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist natürlich das wirtschaftliche Wachstum. Erdogan kann seit Jahren damit punkten, dass die türkische Wirtschaft boomt. Es wird gebaut an allen Ecken und Enden. Die Inflationsrate ist relativ stabil. Es sind neue Schichten wirklich zu Wohlstand gekommen. Also auch das wieder so ein Aspekt, den man noch tiefer diskutieren könnte. Was wir seit Jahren sehen in der Türkei, ist ein Elitenaustausch. Die alten Eliten werden ausgewechselt mit neuen Eliten, die der AKP und ihren Wirtschaftspartnern nahestehen. Das heißt, wir haben eine neue konservative Mittelschicht, die entsteht, die enorm für diesen Wirtschaftswachstum profitiert. Und die wählen natürlich alle die AKP.
Dann gibt es natürlich auch Leute, meines Erachtens, die die AKP aus ideologischen Gründen wählen, also insbesondere eben religiös-konservative, die ja auch in kemalistischer Zeit schlecht behandelt und unterdrückt wurden und die sagen, hey, jetzt drehen wir den Spieß um. Und die AKP, auch wenn sie von einem Konservatismus nur spricht, bedeutet das letzten Endes, die AKP steht für die Stärkung religiöser Werte und deswegen wählen wir die. Und über die AKP können wir die Laizisten, die Gottlosen, zurückdrängen und ja, deswegen wählen wir die. Wahrscheinlich gibt es noch eine Reihe weiterer Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Man könnte auch von einer demografischen Verschiebung innerhalb der Türkei sprechen. Aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit her. Wir lassen es euch das machen. Ja, einer der meistgenutzten Slogans ist Faschisme karşı umsumuza, Schulter an Schulter gegen den Faschismus. Und tatsächlich unter der Bevölkerung herrschen eine große Solidarität und Widerstandskraft. Die ideologisch, ethnisch und kulturell so stark gespaltene Türkei findet in der Forderung der Veränderung der unzumutbaren Verhältnisse und der Forderung des Rücktritts Erdogans eine Gemeinsamkeit. Wie deuten Sie diesen Zusammenhang? Na, ähnlich wie ich das eben schon angesprochen habe. Ich denke, es ist eine ganze Reihe von Gruppen der türkischen Bevölkerung, die massiv unter den Repressionen durch die Regierung zu leiden haben. Sind zum einen ja ethnische Gruppen, wie etwa die ethnischen Kurden in der Türkei, aber auch die ethnischen Armenier, die sich nach wie vor benachteiligt fühlen durch die Regierung von Recep Tayyip Erdogan, die hierüber ihren Protest äußern. Es sind linksgerichtete Gruppierungen, die Angst davor haben, dass sie ihren säkularen Lebensstil nicht mehr weiter leben können. Aber es sind natürlich auch Teile der alten Elite, die mittlerweile nicht mehr am System profitieren. Also es ist auch wirklich so ein wirtschaftlicher Aspekt dabei. Es profitieren ja nicht alle vom Wirtschaftsaufschwung. Und diese Gruppierungen solidarisieren sich und sehen jetzt eine Chance, eine Gelegenheit, endlich gemeinsam Front zu machen gegen die Regierung und zu zeigen, hier, wir müssen uns auch berücksichtigen. Und das war einfach nicht der Fall in den letzten Jahren. Wir haben eine autoritäre Vaterfigur, Erdogan, und er sagt, wo es lang geht. Und es ist völlig egal, was die anderen sagen. Also es geht hier nicht um Pluralismus, sondern um Autoritarismus, meines Erachtens. Ja, und wie schätzen Sie die Stellung der Religion in dieser polarisierten Situation ein? Stehen sich da wirklich 50% säkulare und 50% religiöse gegenüber? Das wäre sicherlich viel zu vereinfachend gesagt. Also viele von denen, die sich als säkular bezeichnen, sind natürlich auch Muslime. Und viele von denen, die immer als Teil der religiösen Gesellschaft bezeichnet werden, sind sicherlich auch häufig säkularer, als sie das vielleicht auch wahrhaben wollen. Das wäre sicherlich zu stark vereinfacht, das so darzustellen. Allerdings ist es so, dass diese Polarisierung natürlich stattfindet in der öffentlichen Debatte in der Türkei. Und die AKP und insbesondere Erdogan reiten auch auf dieser Welle, Religion für politische Zwecke einzusetzen. Erdogan polarisiert ganz massiv und wir hören dann häufig solche Sprüche, ja, die anderen, das sind ja nur die Laizisten, die Säkularen, die Gottlosen und gegen die müssen wir Front machen. Obwohl die vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht gottlos sind. Und umgekehrt wird natürlich auch dieses Bild der Angst gemalt von vielen, jetzt benutze ich auch den Wort, von vielen Säkularen oder Säkularisten, die das Bild malen davon, dass die Türkei mal werden könnte wie der Iran. Und das ist so die große Angst. Die Türkei wird wie der Iran oder wird wie Saudi-Arabien. So, dass Religion eben über alles gestellt wird. Das ist das Narrativ. Wir finden eine politische Polarisierung entlang dieser Linie statt. Aber das hat nicht unbedingt was mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, die türkischen Medien sind der staatlichen Zensur unterlegen. Durch soziale Netzwerke haben die Menschen einen Weg gefunden, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Welche zentrale Bedeutung haben denn soziale Netzwerke für Proteste? Ich bin ja so oldschool, dass ich soziale Netzwerke selbst kaum nutze. Deswegen habe ich auch keinen Überblick, was die Türkei anbelangt. Aber wenn wir uns die Meldungen von heute früh und von gestern anhören, oder was vorgestern, als sich Erdogan äußerte, dass soziale Netzwerke wie Twitter die größte Gefahr für die Gesellschaft darstellen und heute früh eben die Meldung kam, dass über 20 Twitter-Aktivisten festgenommen wurden von der Polizei, dann kann man davon ausgehen, dass diese sozialen Netzwerke eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Insbesondere deshalb, weil wir auch seit Jahren in der Türkei schon quasi eine Berlusconisierung der Medienlandschaft beobachten können. Das heißt, viele Medien sind regierungsnah, sind von Angehörigen oder Anhängern der AKP aufgekauft und der andere Teil der Medienlandschaft ist so stark eingeschüchtert, dass eine enorme Selbstzensur zu beobachten ist. Die Medien berichten einfach nicht mehr frei. Ja, deshalb denke ich, dass die sozialen Netzwerke über das Internet
eine wesentlich höhere Bedeutung angenommen. Ja, also das Beispiel, was ich immer wieder ganz gerne bringe, ist das von einem engen Freund von mir, der seit 20 Jahren als Journalist arbeitet in Istanbul. Und ich hatte ihn eben auch dazu gefragt, naja, warum ist das denn so? Warum berichten denn die Medien nicht mehr frei? Es ist doch nicht so, dass alle Zeitungen und alle Fernsehsender wirklich der AKP nahestehen. Und er hat mir das ja folgendermaßen versucht zu erklären. Zum einen ist es wirklich die Angst, den Job zu verlieren. Also selbst wenn man für die Doğan Holding, wäre etwa vergleichbar mit dem Springer Verlag in Deutschland, selbst wenn man für die arbeitet, muss man in ständiger Furcht davor leben, seinen Job zu verlieren. Und die Doğan Holding hat insofern Angst vor der Regierung, dass sie mit einem neuen etwa Steuerhinterziehungsverfahren überzogen wird, wie das vor mehreren Jahren bereits der Fall war, wo eine Anklage über mehrere Milliarden Euro meines Erachtens gegen die Doğan Holding initiiert wurde von Seiten der Regierung. Ja, und dafür haben auch diese großen Medienunternehmen Furcht und versuchen dann auch Druck auf ihre eigenen Mitarbeiter auszuüben, nicht zu regierungskritisch zu berichten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, und ein besagter Freund von mir, er war vor 4 oder 5 Jahren angeklagt unter diesem berüchtigten Paragraphen 301, Verunglimpfung des Türkentums. Und er meinte damals, naja, die Situation ist zwar wohl so im Moment, dass ich vor Gericht gehen kann, dass ich mich verteidigen kann und ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auch von dieser Anklage freigesprochen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist die, dass mir der Staat jegliche Form von Schutz entzieht. Und das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also Schutz wird entzogen und der nächste Aspekt noch, es findet eine Einschüchterung von Seiten des Staates statt. Also während der Prozess gegen ihn lief, wurde er 2-mal am helllichten Tag verhaftet, in Handschellen, über die Fußgängerzone abgeführt, ohne eine Begründung. Einfach um Druck auf ihn auszuüben. Und das nächste ist einfach das, dass wir nach wie vor sehr viele, doch ja, radikale Organisationen haben, ultrarechtsgerichtete, die gerne gegen potenzielle linke Journalisten auch gewalttätig vorgehen. Und in diesem Fall zieht sich dann einfach der Staat und die Polizei zurück und schaut zu, och, damit hätte er doch rechnen können, dass er verprügelt oder umgebracht wird. Und deswegen haben viele Journalisten meines Erachtens Angst wirklich vor Gewalt, weil sie genau wissen, der Staat schützt sie nicht. Und das ist eben das Riesenproblem in der Türkei, dass die AKP sich häufiger zwar dahingehend äußert, naja, jeder darf doch so leben, wie er möchte, aber schützen tun wir das nicht. Ja, und wer gewisse Grenzen überschreitet, der muss doch damit rechnen, platt gesagt, dass er aufs Maul bekommt. Ja, und also dieses Verständnis, dass eben auch Minderheiten geschützt werden müssen von Seiten des Staates, das existiert überhaupt gar nicht. Ja, und was braucht Ihrer Meinung nach dieser Aufstand, um sich vor der Gefahr einer Eskalation durch Polizeigewalt oder eines Militärputsches oder der Gefahr, dass es in die Hände der Regierung gerät, zu schützen? Ich glaube nicht, dass sich die Protestbewegung davor schützen kann. Ich wüsste nicht wie. Es war in der Vergangenheit schon so, auch in den vergangenen Jahren, es ist jetzt wieder so, dass die Polizei mit einer unglaublichen Härte gegen die Protestierenden vorgeht. Auch ohne dass von Seiten der Protestierenden aus zuvor Gewalt ausgegangen wäre. Und ich meine, wer schon mal selbst in der Türkei war und Protestveranstaltungen gesehen hat und gesehen hat, wie die Polizei gegen Demonstranten vorgeht, der weiß, dass sich die Demonstranten eigentlich nicht davor schützen können. Also es wird die Frage sein, ob das Ganze noch ein Nachspiel haben wird, ob denn tatsächlich Personen vor Gericht ziehen können gegen Polizisten, gegen die Staatsgewalt. Aber ich befürchte, dass auch das nicht der Fall sein wird, dass Leute zur Verantwortung gezogen werden mit Blick auf die Staatsgewalt, die ausgeübt wird. Es wird sicherlich andersrum laufen, dass zahlreiche Protestierende quasi als Terroristen im Rahmen der Terrorismusgesetze abgeurteilt werden. So wird es wahrscheinlich ablaufen, meines Erachtens. Und die Demonstranten können sich nicht schützen. Ich wüsste nicht wie. Ja, das ist jetzt eine sehr traurige Prognose, aber was sind denn Ihre Hoffnungen und Utopien und Wünsche für die Proteste in der Türkei? Hoffnung? Naja, meine Hoffnung wäre wirklich, dass sich was ändert, ja? Dass wirklich ein Umdenken stattfindet. Also nicht nur ein Umdenken innerhalb der AKP. Ich versuche mal mehrere Ebenen aufzumachen. Die Türkei hat zwar wohl ein demokratisches System, aber viele der Strukturen innerhalb dieses Systems sind nach wie vor extrem undemokratisch. Und wir haben ja auch eine Kultur des Autoritarismus meines Erachtens. Und das beginnt innerhalb der Parteien, dass auch innerhalb der Parteien gegenüber der Führungsfiguren
kaum Kritik geäußert wird. Man hat ja den großen Vater, den Übermächtigen, von dem man häufig auch nochmal abhängig ist und gegen den äußert man keine Kritik. Wenn in dieser Hinsicht ein Umdenken stattfinden würde, also dass innerhalb der AKP Kritik geäußert würde, ernsthafte Kritik geäußert würde an dem Führungsstil des Ministerpräsidenten, dann würde sich schon sehr viel bewegen. Aber ich denke, dass auch innerhalb der Bevölkerung ein Umdenken stattfinden muss. Ein Umdenken dahingehend, dass mehr Toleranz gegenüber anderen, ja, gegenüber Andersdenkenden, Anderslebenden, ja, stattfindet. Also hier dahingehend sollte ein Umdenken passieren. Das ist die große Hoffnung, die ich habe. Aber ja, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, das hat mich extrem traurig gemacht. Also ich habe eher gesehen, dass sich die Leute immer weniger in der Öffentlichkeit trauen, sich zu äußern, so zu leben, wie sie das möchten, weil Druck von Seiten des Staates kommt, aber eben auch, weil ja ein enormer sozialer Druck aufgebaut wird auf all jene, die anders sind, die von der vorgestellten Norm abweichen. Ja, vielleicht auch noch eine andere Hoffnung dahingehend oder eine Sache, die ich ganz gerne noch ansprechen würde. Eine Strategie, die die Regierung nicht erst seit den Protesten, sondern schon seit Jahren fährt, ist es, Oppositionelle zu stigmatisieren, zu verunglimpfen. Das haben wir in Reden von Erdogan in den letzten Tagen wieder erlebt, als er die Protestierenden als eine winzige Minderheit und Marodeure bezeichnete. Das haben wir auch gestern erlebt, als Bülent Arınç, der stellvertretende Ministerpräsident, sich zwar entschuldigte bei den Protestierern, aber letzten Endes ja, stigmatisierte auch er, weil er unterschied zwischen den guten, aber natürlich naiven Umweltaktivisten, die doch eigentlich nur Bäume schützen wollten, nach dem Motto, es ging ja nur um Bäume, und zwischen den bösen Randalierern und Terroristen. So, ne? Also er macht da auf zwischen Gut und Böse. Und ja, die Opposition wird versucht, in der Öffentlichkeit ja, zu diskreditieren, sie zu stigmatisieren. Und das geht eben auch auf diese Lifestyle-Politik. Das gilt auch für diese Lifestyle-Politik, die Regierung fährt. Also etwa dahingehend, dass Alkohol das große Übel in der Gesellschaft ist und wer Alkohol trinkt, ist ein schlechter Mensch. Denn alles Schlechte, was wir in der türkischen Gesellschaft erleben, sei das nun Autounfälle oder Gewalt in der Familie oder Diebstahl, das hängt alles mit Alkoholkonsum zusammen. Ja, und ich wäre sehr, sehr, sehr glücklich, wenn sich das ändern würde, wenn hier mehr Toleranz gezeigt werden würde und ein bisschen mehr Realismus, weniger Polemik. Ja. Genau, aber das wird einfach mal schwer sein, weil, wie ich das auch schon erwähnt habe, die Medien dominiert werden von regierungsnahen